Hallöchen, ihr Lieben! Herzlich willkommen zurück bei mir auf meinem Kanal. Es ist Trash-Paket-Zeit. Wir müssen ab und an hier ins Spiegel gucken, wo ich meine Lippenstift auch noch auf den Lippen habe und nicht auf die Zähne. So, Trash-Paket-Zeit. Trashy ist wieder hier bei mir angekommen. Ist auch diesmal gar nicht so schwer. Und ja, wir sind fünf Mädels. Das ist die liebe Rosemarie, auch vom Kanal Rosemarie, die liebe Tanja von Getanjas Colorful World, dann die Lisa, die besonders liebe Lisa von Lisa for Beauty und die herzallerliebste Heike von Heike Alice und natürlich meine Einheit, der Esel nennt sich ja immer zum Schluss. Ja, fünf Mädels sind wir, Trashy ist wieder bei mir angekommen und wir packen einfach mal aus, ne? Und hier... Ja, die ist von mir gewesen. Die wird dann mal in eine Steffi-Box landen. Das war so eine Kreidetafel mit Stift. Die wollte keiner haben. Und wir haben hier eine... Für jeden ein Produkt rausnehmen. Rosemarie. So eine Glossy-Box. Was haben wir denn hier? Zwei verschiedene Masken. Kussi. Hallo Mädels. Für jeden zwei verschiedene Masken. Kussi Lisa. Riecht aber gut raus. Dann soll ich mal was sagen. Naja, ihr werdet es dann sehen bei der Rosemarie. Da geht es ja hin, welche Geschenke ich reinpacke. Ja, haben wir einmal die Balea Honig- und Milchmaske und die Balea Ruby Schokolade. Dankeschön. Nehme ich mir natürlich gerne raus und packe den Rest wieder rein von der Lisa. So, dann habe ich noch hier drin. Ach ja, das ist von mir. Ne, war ja einer zu viel drin, genau. Das wird dann auch hier bleiben. Das sind einmal hier so Mivolis Fresh Pastillen und Alverde Pflegedusche. Wird dann auch meine Steffi-Box landen. Aber da hatte ich ja einen wirklich zu viel dabei. Ich glaube, die Tasche kann ich nochmal gebrauchen. Nee, steht was Falsches drauf. Okay, aber den Nüpsi, den kann ich gebrauchen. So, eine Kerze für mich. Oh, die riecht gut. Das ist voll meins. Sense Estée Florence Home Collection. Ich liebe... mein Gott. Ich liebe Duftkerzen. Und die machen wir jetzt mal auf hier. Ja. Oh, das ist ein schöner Vanilleduft. Danke, 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 liebe Rosemarie. Ich werde den Karton auch bei mir dann... entsorgen. Ne? Kann man den hier nicht mehr mitschicken. Naja, Blödsinn, da nimmt er wieder Platz weg. So, ich greife einfach mal hier rein. Ich habe hier noch eine Tüte. Zur Info, alles neue Produkte. Ach ja, hatten wir voriges Mal auch. Wollen wir mal gucken, was wir diesmal drin haben. Ah ja, das Intense Moisture Shampoo Wild Lemongrass. Das habe ich selber. Das hatten wir in der mein Little Box. Wird dann weiter wandern. Dann haben wir hier drin eine Mascara von Max & More. Die wird auch weiter wandern, weil die habe ich selbst. Und dann haben wir hier noch eine Palette von Elf. Die habe ich auch selbst. Und Bang Beauty habe ich auch selbst. Deswegen aber... schön und noch nicht gebraucht. Vielleicht wird sie noch ein schönes Zuhause finden. Bei mir leider nicht, weil ich sie schon habe. So, packen wir alles wieder ein. Und dann arbeiten wir uns weiter voran. Können wir hier mal ein bisschen Luft rauslassen. Hier. So. Oh. Dann habe ich hier... Oh. Nie wieder ohne. Den werde ich behalten für den perfekten Zopf, weil ich jemanden kenne, die ganz toll findet. Ja, und ich denke, das wird der, da wird der nochmal hinwandern. Ja. Da, gehört das dabei? Wahrscheinlich, ne? Da wird er noch hinwandern. Deswegen werde ich den nämlich behalten. Ja, den Puffy für den perfekten Zopf. Pony Puffin. So, was haben wir hier? Eine Palette. Von BH Cosmetics.
Spotlight and Highlight. Oh Gott, ich mag die gar nicht öffnen. Ich hab die noch nicht. Oh Gott. Oh Gott, ich mach. Oh. Ja. Ja, Leute, was soll ich da sagen, ne? Ich brauche noch ein Regal. Ja, die wird bei mir bleiben. Definitiv. Oh mein Gott. Ja. Schönen Dank, der die reingetan hat. Dann haben wir hier drin Sunday Reiswaffeln mit Joghurtgeschmack. Soll ich mal was sagen? Die sind richtig lecker. Die sind richtig, richtig lecker. Die mit Vanillegeschmack, mit Joghurtgeschmack, die sind richtig gut. Aber im Moment ist sie bei uns eh keiner. Also. Dann haben wir hier drin den Brennnessel-Zitronen-Kräutertee. Definitiv nichts für mich. Dann einmal die Noodles Chicken Flavor. Wird auch weiter wandern. Ich glaube, das wird hier ein schnelles Video, Leute. Was haben wir hier? Eine Kugel. Eine Katze. Katze. Ach, wie süß. Ein Eierbecher. Ich meine, die Katze ist cool, ne? Die Katze ist cool. Da muss ich echt sagen, die finde ich cool. Das ist so zur Aufbewahrung des SpongeBobs. Aber nein, das wird weitergehen. Weitergehen. Aber finde ich cool. Und den Eierbecher auch. Hätte ich jetzt nicht schon welche gehabt, hätte ich mir den gerade rausgenommen. Eierbecher brauchst du immer. So. Dann haben wir hier drin für jeden ein Abschwingpad. Lieben Gruß Heike. Ja, weltbeste Abschwingpads. Heike, du hast da voll recht. Total. Die sind der absolute Oberburner, Leute. Wenn ihr, also, ne? Wo gibt's die eigentlich? Heike, schreibt mal das bitte in die Kommentare, wo man die bekommt. Weil das echt die besten Abschminkpads ever sind. Die sind der Burner. Ich habe noch nie so gute Abschminkpads gehabt und ich bin froh, dass ich noch einen habe. Ich habe nämlich jetzt drei. Geil. Die sind der Knaller. Leute, die sind der Knaller. Darum, Heike, schreib es gerne mal in die Kommentare, wo du die her hast. Das würde mich nämlich auch mal interessieren. Steht nämlich gar nicht drauf, oder? Ich sehe nämlich jetzt nichts. So, weiter geht's. Was haben wir hier? Oh Gott. Oh, eine Kerze. Eine Kerze? Home Collection Zen and Tea. Oh, guck mal, wie schön. Ja. Ja, die bleibt bei mir. Aber hallo? Oh, das gefällt mir mit den Knubbeln. Das gefällt mir. Ja. Die bleibt bei mir. Na, auf jeden Fall bleibt die bei mir. Sehr schön. Sehr schön. So, hier haben wir noch ein Säckelchen. Mal gucken, was da so drin ist. Von Bubble Tea Pony and Cherry Blossom. Ein Showergel. Oh, das bleibt auch bei mir. Das ist noch zu. Haha, das habe ich nämlich nicht drin gehabt. Das wird bei mir bleiben. Yeah. Habe ich ja doch ein bisschen was, hä? Dann haben wir hier noch drin eine Luvus Heilerde-Maske. Die habe ich selbst von der Glossybox, war das, ne? Und vom Bulgari ein Eau de Toilette. Ja, das wird auch weiter wandern. Aber ich werde mir das Säckchen hier mal draußen lassen, weil da kann man schön noch was reintun. So, wir haben hier einmal CN Reinigungstücher. Für normale bis Mischhaut sehr gut. Die werden auch bei mir bleiben, weil die brauche ich immer hier zum Abschminken. Für Swatches wegmachen. Sehr gut. Dann habe ich hier noch drin einmal Hallöchen für jeden eins. Liebe Grüße, Tanja. Für jeden eins? Da fehlt aber doch eins. Ach nein, es war ja Lisa schon. Kannst du jetzt nicht zählen? Für jeden eins. Das ist auch mal eine Idee. Hallöchen für jeden eins. Liebe Grüße, Tanja. Ja, das ist mal eine Idee. Ein Waterpad-Duo. Ja, warum nicht? Auch mal geil als Geschenk reinzutun, ne? Finde ich cool. Ja. Tue ich wieder den Klebi rein, damit auch jeder... Ja klar, Lisa kam ja vorne dran. Ja, auch ein Geschenk. Oh, so. Oh. Da haben wir noch was Eingepacktes.
Und das ist schwer auch. Ja. Es Oliver. Das Deo. Na, das wird bei mir bleiben. Logisch. Das habe ich jetzt schon zweimal leer gemacht. Das ist mega. Mega und funktioniert. Leute, was ist hier los? So, wir haben hier noch zwei Glossy Boxen drin. Oder ich muss mal gucken, ob ich die eine Glossy Box hier jetzt dann da auch was rein tue. Ist natürlich besser als geschützt da, ne? So, da haben wir hier drin Miss Sporty So Matte Perfect Stay. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen mal gucken. Das ist ein Lippenstift? Echt? Ein Blush? Ja, aber das ist denn das? Ah, ein Pressed Powder. Okay, ein gepresstes Puder. Ah, ein gepresstes Puder. So sieht's aus. Ja, finde ich gar nicht mal so schlecht, aber mir zu dunkel. Deswegen wird es weiter wandern. Dann haben wir hier noch, ja, die finde ich auch ganz süß, diese Schmetterlinge und Blumen. Ich glaube, die behalte ich. Ich glaube, die behalte ich. Einfach mal für im Flur, um was anderes dran zu tun. Ich finde die schön. Ja, die werde ich behalten. Dann haben wir hier noch, ach, das ist mein, nee, das ist noch meins gar nicht. Doch, nee, oder nicht? Doch, das ist mein Teelichtglas, was zurückgekommen ist. Ist das meins? Doch, ne? Ja, das habe ich da reingetan. Das bleibt dann hier. Wird dann auch meine Steffi-Box wandern. Dann haben wir hier von Rival de Young. Rival Love de Young. Travel Hall. Ein Bronzer. Okay. Der sieht so aus. Allerdings habe ich da schon mindestens 3 Stück von. Deswegen wird er weiter wandern. Sonst wäre da sowas von bei mir geblieben. Aber nein, 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 nein. Dann habe ich noch hier drin von Douglas eine Soothing Mask. Face. Wird auch weiter wandern. Was haben wir hier noch? Von Catrice Overnight Spa Face Maske. Wird auch weiter wandern. Dann noch habe ich hier von Essence Caring Eyebrow Fixing Gel. Das war meins, deswegen kommt es raus. Ah, das Lippenscrub war auch meins. Wird auch rauskommen. Dieses Erdbeer-Lippenscrub ist ja keine Reihe. Ne, ist alles noch eingepackt. Deswegen wird es auch in eine Steffi-Box wandern mal. Und dann haben wir hier drin Bärlauch geschnitten. Mindestens halber bis 4.2022. Gut, das war jetzt Mai, haben bald. Es sind zwar getrocknete Kräuter, aber wir haben jetzt Mai, bis es weitergeht. Deswegen, ich lasse es hier, aber tu es weg. Na, weil, so, es ist ja so. So, der Rest können wir da hier rein. Aber schön, dass es alles so eingepackt ist, ne? Weil es gibt doch mal was kaputt. So, wir haben noch eine Glossy Box hier drin, Leute. Eine Glossy Box. Oh, die ist aber schwer. Oh, warte mal. Hier unten ist noch eine Karte. 2 Karten. Au. Ich hänge fest. Hilfe. Ich hänge fest. Ist da noch was drunter? Nee. Hier sind 2 Karten noch. Und ich glaube, liebe Steffi, hallo, liebe Mädels. Hallo, liebe Mädels. Vielen Dank, dass ich beim Trash-Wander-Paket mitmachen darf. Ich habe für jeden ein kleines Geschenk reingetan. Liebe Grüße, eure Rosemarie. Viel Spaß mit den Produkten drin. Und das ist noch für nachträglich zum Geburtstag. Liebe Steffi, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Bleib gesund und lass dich nicht ärgern. Und bleib so, wie du bist. Liebe Rosemarie, das mache ich natürlich. Viel Spaß mit der schönen Karte. Mit freundlichen Grüßen. Ja, das ist nett. Auf jeden Fall. Dankeschön. Da freue ich mich. Dankeschön, Dankeschön. So, jetzt kommen wir hier zum Finale. Ah, das sind auch meine, ja. Aber die Pretzel Bites Honey Mustard and Onion, die habe ich mit reingetan. Die sind aber jetzt so zerbröselt, die kommen dann weg. Kannst ja auch keinem anbieten. The Beauty Depth, you are a cutie. Ja, eine Maske, weil die wird weiter wandern. Ich habe so viele Masken. Dann haben wir von Revolution eine Peel-Off Mask.
Soll ich mal was sagen? Die werde ich behalten, die werde ich meiner Schwester schenken, weil sie möchte gerne ein paar gute Peel-Off-Masken und ich hoffe, die von Revolution ist super. Deswegen wird die bei mir bleiben. Dann habe ich von Cien Nature, also ist so die Eigenmarke vom Lidl, eine Body Lotion, werde aber auch weiter wandern. Body Lotion habe ich ja genug. Dann, ja, das werde ich ausprobieren, werde ich euch gleich sagen. Hallo liebe Mädels, ich habe etwas für die elektrische Zahnbürste. Ich habe die leider nicht mehr. Vielleicht passt die bei euch, dann ist eine offen zum Ausprobieren. Rosemarie, finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Die werde ich mir gleich mit rübernehmen. Gucken, ob die vielleicht bei mir passt oder bei Monique passt. Und werde ich euch dann sagen. Finde ich aber eine coole Idee, wenn man sie nicht mehr hat. Warum soll man sie wegschmeißen, ne? Ja, das bleibt hier drin. Dann habe ich hier, hier ist noch eine Zahnbürste drin. Berlin Bio Brush Organic Clean. Ja, ich habe ja eine elektrische, deswegen wird sie weiter wandern. Und Balea Enthaarungscreme. Naja, wird auch weiter wandern. So, das da rein. Haben wir eine Box schon mal wieder hier voll. Und können wir da reinpacken. Ja, dann sind wir fertig. Ich sag ja, diesmal war irgendwie nicht so viel drin, dabei, wie auch immer. Aber ich habe einiges gefunden. Oder? Also ich habe einiges gefunden. Was haben wir? Gut, wegen der Zahnbürste gucke ich gleich noch. Mein Gott, wegen der Zahnbürste gucke ich gleich. Also wir haben einmal von Revolution die Peel-Off-Maske. Dann dieses tolle Deo von S. Oliver. Meine Karte. Dann diese super tolle Kerze. Oh, mega toll. Drei. Dann haben wir, das war ein Geschenk. Die Masken auch Geschenke. Dann haben wir die Bubble Tea Duschauergel. Dann den Puff, Pony Puff. Dann haben wir die schönen Anhänger, die Erfrischungstücher. Dann der Schwamm war ja auch ein Geschenk, die Kerze war auch ein Geschenk. Und noch diese super geile BH Cosmetics Highlighter Palette. Ja, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, und dann gucke ich mal eben wegen der Zahnbürste und packe sofort das, was ich dann reinpacke. Ich zeige euch wieder drei Dinge, die ich reinpacke und der Rest, den seht ihr dann natürlich bei der Rosemarie. Also bis gleich, ich probiere mal eben die Zahnbürsten aus. So, da bin ich wieder und ich habe Glück. Ich habe richtig geiles Glück. Ich glaube, ich habe die schon weggetan. Warte mal, was sind sie denn jetzt? Ja. Ja, Rosemarie, die passen bei Monique auf die elektrische Zahnbürste. Das heißt, ich behalte die super gerne. Dankeschön. Ich finde das eine mega klasse Idee. Bevor es wegzuschmeißen, einfach fragen. Klasse. Danke, danke, danke. Ich nehme die mir so... hier ist noch was drin. Ich nehme die so raus. Ich weiß nicht, ob du die noch brauchst. Deswegen werde ich sie wieder reintun. Und ja, ich freue mich da an Keks. Also geil. Geilomat. So, ich werde euch jetzt drei Sachen zeigen, die ich reintue. Ich tue natürlich noch ein viel mehr paar Sachen rein. Genau. Ein paar mehr Sachen rein. Und als erstes zeige ich euch mal hier die Smackline Cheese Wafer Classics. Ah, die sind geil. Die sind so geil. Das sind nämlich Käsewaffeln. Genau. Käsewaffeln. So zum Knabbern. So, das ist Nummer uno, das ich rein tue. Dann als zweites habe ich noch die ein Besteckset, genau, was ich rein tue. Das ist so halt fürs Picknick machen oder wenn man halt Camping fährt im Sommer oder irgendwie sowas, ne? Da ist drin, muss man eben gucken, 4 Gabeln, 4 Messer, 4 Löffel, ja, ne, in so ein Set. Und dann packe ich noch die Revolution Palette hinein, Reloaded Red Alert. Genau, die kommt mit rein. Und der Rest, der hier in der Tasche ist, kommt auch noch mit rein. Und wenn ihr sehen wollt, was da, also ist bis oben hin noch voll, ne? Was da alles noch drin ist, dann schaltet doch das nächste Mal bei der lieben Rosemarie ein, wie auch immer. Da gehe nämlich jetzt mein Paket hin und
Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Natürlich ist auch wieder ein Geschenk von mir dabei. Ich freue mich über die ganzen Brütten und ja, also Brütten nicht falsch verstehen, ne? Das nennt man so bei uns. Das ist einfach so. Komm mal her mit den Brütten. Komm mal her mit den Klamotten. Also ich habe so schöne, tolle Sachen gefunden. Ich freue mich und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend. Bleibt alle gesund und ja, das war mal hier ein schnelles Amongs unseres Trash-Paket. Ich glaube, es wird jetzt wieder ein bisschen schwerer. Na, mal schauen. Na, ich habe aber jetzt rausgenommen. Also, bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, alle Mädels, die bei uns im Trash-Paket sind, stehen unten in der Infobox. Und ja, das nächste Mal ist die Rosemarie dran. Ich freue mich schon wieder, bei ihr reinzugucken, was sie sich alles so, ja, rausnimmt, was sie so findet. Und bis dann und tüdelü. Macht's gut. Tschüss.